Hallo, liebe Kompressorgemeinde. Heute möchte ich das Thema übergeordnete Steuerung mit euch besprechen. Sinnvoll ist der Einsatz von übergeordneten Steuerungen, wenn zwei oder mehr Kompressoren in das gleiche Druckluftnetz einspeisen. Es wird dort ein zentraler Drucksensor oder mehrere zentrale Drucksensoren gesetzt, die als Regelgröße dienen. Dadurch wird die Kaskadierung der einzelnen integrierten Drucksensoren verhindert. Das Druckniveau allgemein wird reduziert, und das Druckband wird eingeschränkt, denn ein Bar Druckreduzierung entsprechen ca. 7-8% Energieeinsparung. An die Atlas Copco übergeordnete Steuerung können Wettbewerbskompressoren, egal ob Last-Leerlauf-Kompressoren oder drehzahlgeregelte Kompressoren, angeschlossen werden. Die drehzahlgeregelten Kompressoren werden beispielsweise mit dem Optimizer von Atlas Copco im optimierten Bereich betrieben, egal ob es sich um Atlas Copco-Kompressoren oder Wettbewerbskompressoren handelt. Durch den Einsatz der übergeordneten Steuerungen werden Leerlaufzeiten vermieden, unnötige Taktungen werden vermieden und die Last-Leerlauf-Kompressoren werden nur dann zugeschaltet, wenn sie wirklich benötigt werden. Übergeordnete Steuerungen leisten einen aktiven Beitrag zur Energie- und CO2-Einsparung. Deswegen werden sie durch das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA genannt, auch gefördert. Es besteht die Möglichkeit, eines rückzahlungsfreien Zuschusses für übergeordnete Steuerungen zu erhalten. Wenn ihr weitere Informationen zu diesem Thema wünscht, auf unserer Homepage stellen wir viele Informationen zur Verfügung. Danke sehr.